Wir geben ihm mal den Holzklotz. Was? Wir haben einen Spielzeugsoldaten bekommen. Das Stück beginnt. Bitte begeben Sie sich zu Ihren Sitzen. Okay, und hier ist der Bruder vom Popcorn-Äffchen. Huch! Du, wo warst du? Entschuldigung. Okay, der erzählt immer das Gleiche. Der erzählt immer das Gleiche. Das ist Cat. Cat! Bist du aufgeregt, weil du kleine Brüder haben wirst? Cat, bist du aufgeregt, weil du kleine Brüder haben wirst? Ja. Ja. Natürlich bist du das. Das ist nur natürlich. Bitte geh und erzähl es jedem. Die Zwillinge kommen. Es wird vielleicht schwierig zu bleiben. Alles wird besser, wenn wir umziehen. Mutter, die Stadt ist wundervoll. Es ist dort immer Sommer. Verabschiede dich von den Jahreszeiten. Benjamin, was ist mit dem Haus? Das Haus? Das Haus ist nur eine Erinnerung. Benjamin, ich will nicht gehen. Ich mag die Jahreszeiten. Ich will sie nicht zurücklassen. Aber Mutter, die Zwillinge kommen. Warum bist du so egoistisch? Warum bist du immer so egoistisch? Was bedeutet dir Familie eigentlich? Benjamin! War das die Tür? Cat! Wo ist Cat? Diese ganzen Streits zwischen Mami und Benny machten Cat sehr traurig. Und so entschied Cat, wegzulaufen. Was passiert jetzt? Ich weiß nicht. Wir haben den Rest des Skripts verloren. Das Ende. Okay. Und jetzt stehen wir wieder hier. Sie haben den Rest des Skripts verloren. Okay. Hier ist niemand. Ist hier denn irgendjemand? Auch nicht. Dann nehme ich mal an, dass ich einfach rausgehe. Nein, falsch rum. Rausgehe aus dem Theater. Also weg von der Bühne. Okay, ich dachte, da steht vielleicht noch jemand. Dann muss ich jetzt wahrscheinlich wieder hier rein. Schwänen und der kaputten Uhr. Es ist eine Großvateruhr, aber sie bewegt sich nicht. Es scheint ein Teil zu fehlen. Cat, erinnerst du dich jetzt? Nein? Hier, versuch es nochmal.
nochmal versuchen. Was ist nur passiert? Okay, nochmal versuchen. Hier liegt Penny. Ein Penny. Hier liegt Crystal. Ein Kristallschwan. Und hier liegt Rose. So, Benjamin können wir immer noch nicht öffnen. Einen Penny. Hier war der zweite. Wir haben einen Penny. Dann haben wir zwei Pennys. Wir haben zwei Kristallschwäne. Eine Rose, einen Spielzeugsoldaten. Können wir dem Kind den Spielzeugsoldaten geben? Mir ist langweilig. Dieser Ort ist dumm. Ja, gave Toy Soldier. Cool. Er benimmt sich jetzt viel besser. Danke dir. Hier, vielleicht braucht er das nicht mehr. Der Kleine fand es auf dem Fußboden. Vielleicht findest du es ja nutzvoll. Nützlich, besser gesagt. Ja, komm, du kriegst die Rose für die Sphinx. Na komm, wir speichern mal wieder zwischendurch. Bild, halt still. So. Okay, er erzählt uns nichts. Hätte er sein können. Halb Tür, halb Maus, ja. Und da kommt er wieder an. Das kennen wir ja alles schon. Und auf die Bühne. Diese Geschichte passierte vor langer Zeit. 20 Jahre, um genau zu sein. Ja, der erste Akt. Und jetzt werden wir alle drei Akte mitkriegen. Ja, komm auf die Bühne. Das ist Cat. Sie ist 5 Jahre alt. Da kommt das Bett von Cat. Cat, ich bin deine Mutter. Zeit fürs Bett, Cat. Cat, würdest du gern eine gute Nachtgeschichte hören? Cat, würdest du gern eine gute Nachtgeschichte hören? Ich bleib beim Nein. Ich will den Schal kriegen. Nein, danke. Okay. Hallo Mutter. Hallo Cat. Ich bin es, Benjamin. Hallo Benjamin. Er wollte immer, dass ich ihn Benjamin nenne. Cat, ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Möchtest du es sehen? Ja. Hier, ein Schal. Wenn du ihn trägst, wirst du immer warm und sicher sein. So, als wärst du bei deinem guten alten Benjamin. Und eine kurze Pause. Zum Spielzeugmacher. Okay, wir haben für ihn nichts. Wir haben aber auch kein Popcorn, um an ein Schlüsselding zu kommen. Sehr hungrig. Ah! Ihm können wir das Skript geben. Das ist das Skript. Du hast es gefunden? Vielen Dank.
Nun können wir das Stück beenden. Du bist nicht mal halb schlecht. Meine Brüder sind vielleicht gemein zu dir. Aber sie hassen dich nicht. Sie hassen dich nicht. Ich weiß. Ich gebe dir etwas Cooles nach dem Stück. Und das Stück geht weiter. Ja, das kennen wir schon alles. Da können wir uns durchentern. Das ist Cat. Cat! Bist du aufgeregt, dass du kleine Brüder haben wirst? Cat! Bist du aufgeregt, dass du kleine Brüder haben wirst? Ich bleib mal bei ja. Ja. Natürlich bist du das. Das ist nur natürlich. Bitte geh und sag es allen. Und wir lauschen wieder an der Tür. Die Zwillinge kommen. Es wird schwierig werden. Zu bleiben. Alles wird besser, wenn wir umgezogen sind. Mutter. Die Stadt ist wundervoll. Es ist dort immer Sommer. Verabschiede dich von den Jahreszeiten. Benjamin. Was ist mit dem Haus? Das Haus? Das Haus ist nur eine Erinnerung. Benjamin, ich will nicht gehen. Ich mag die Jahreszeiten. Ich will sie nicht zurücklassen. Aber Mutter, die Zwillinge kommen. Warum bist du so egoistisch? Warum bist du immer so egoistisch? Was bedeutet dir Familie überhaupt? Benjamin, was war das? Die Tür? Cat, wo ist Cat? Ganzen Streits. Jedes Mal, seitdem wir hörten, dass die Zwillinge kommen. Mami und Benny stritten sich viel. Zwischen Mami und Benny. Sie sprachen nur noch von den Zwillingen. Oder vom Umziehen. Oder von Mamis Krankheit. Machten Cat sehr traurig. Mami las mir nichts mehr vor zur Schlafenszeit. Benjamin gab mir keine Geschenke mehr. Und so? Und so? Entschied Cat? Die Nacht, in der du dich dazu entschieden hast, wegzurennen. Oh oh. Das ist Cat. Sie rannte von zu Hause weg. Sie ist sehr traurig. Sepp, etwas langsamer. Hey, Cat? Erinnerst du dich noch an mich? Da ist Cat mit ihrem Schal. Oh, und da ist das Hundilein. Sepp, langsamer. Bark, bark. Und da ist der kleine Junge. Ich nehme mal stark an, dass es ein Junge ist. Was ist das? Ein Mädchen? Hallo. Hallo. Ich mag deinen Hund. Das ist Sebastian. Bark. Er hilft mir zu sehen.
Du kannst nicht sehen? Was stimmt denn nicht mit deinen Augen? Sie sind verbrannt. Aber Dr. Faust sagt, er kann sie wieder heilen. Du kennst Dr. Faust auch? Kann ich ein Bild von dir machen? Von mir? Cat, wo ist Cat? Benjamin, du fährst zu schnell. Cat, wo ist Cat? Ich mache von vielen Sachen, von allen Sachen Bildern. So dass, wenn ich wieder sehen kann, ich all die Orte wiedererkenne, an denen ich war. Willst du es sehen? Wir suchen nach dieser Katze. Die Bilder sind alle verschwommen. Was? Das ist, weil du dich immer vor und zurück bewegst. Hier, halte still. Jetzt mach ein Bild. Jetzt ist es nicht verschwommen. Wow, danke dir. Bark, bark. Sepp will deinen Namen wissen. Mein Name? Mein Name ist Cat. Nett, dich zu treffen, Cat. Mein Name ist... Bark. Wir sollten zurückgehen. Es ist spät. Solltest du nicht auch nach Hause gehen? Ich bin von zu Hause weggerannt. Warum? Mami und Daddy. Sie wollen mich nicht mehr. Sie könnten nach dir suchen. Sie müssen sich Sorgen machen. Oh, da kommt die Katze. Schau, eine Katze. Eine Katze? Wo? Da, sie überquert die Straße. Eine streunende Katze, so wie du. So wie ich. Oh, Bild. Halt still. Vielleicht ist sie auch einsam, so wie ich. Hä? Hier, Kätzchen, Kätzchen. Was ist los? Hast du dich verlaufen? Es ist ziemlich spät. Weißt du, wo dein Zuhause ist? Ich kann dich nach Hause bringen, wenn du willst. Bark. Cat, ein Auto. Nein! Hey, Cat?
Erinnerst du dich noch an mich? Du kamst zurück. Ich wusste, dass du das würdest. Deshalb habe ich gewartet. Deshalb haben wir alle gewartet. Danke, Cat. Danke fürs Zurückkommen. Okay, wir können nochmal speichern. Hey, die Show ist vorbei. Danke, dass du das Skript für uns gefunden hast. Nun können wir all die Awards gewinnen. Hier, ich denke, das solltest du haben. Ein Zahnrad. Benjamin würde wollen, dass du es kriegst. Bye, bye. Okay. Wir haben ein Zahnrad bekommen. Dann gehen wir also wieder zur Uhr. Jetzt können wir uns ja auch erinnern. Eine Großvateruhr, aber sie bewegt sich nicht. Da scheint ein Zahnrad zu fehlen. Wir packen das Zahnrad mal rein. Das Zahnrad passt perfekt. Es war nicht dein Fehler, Cat. Wir machen dir keine Vorwürfe, Cat. Es gibt Millionen von Daddys auf der Welt. Millionen von Mädchen bekommen Daddys Liebe. Aber nur die kleine Cat wird Benjamins Liebe haben. Deswegen wollte ich, dass du mich Benjamin nennst. Cat. Du erinnerst dich jetzt, oder? Dad? Und da verschwindet er. Und ich kann wieder laufen. Muss ich jetzt zu den Särgen und den von Benjamin aufmachen? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es war nicht dein Fehler. Aber es war mein Fehler. Mein Fehler. Mein Fehler. Mein Fehler. Mein Fehler. Ich lief davon. Jeder rennt irgendwann mal weg. Das hättest du nicht wissen können. Aber ich wusste es. Ich wusste, es würde passieren. Ich wusste, sie würden kommen und nach mir suchen. 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 Ich wollte, dass sie es tun. Du warst nur allein. Du wolltest das nicht. Ich wollte, dass sie nach mir suchen. Nein, nach mir schauen. 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 Sie würden nicht nach mir schauen. Sie liebten dich sehr. Sie haben zum Schluss nach dir geschaut. Sie liebten dich sehr. Wirklich sehr. Das ist nicht wahr. Sie hassen mich. Hassen mich. Hassen mich. Hassen mich. Huch! Jetzt war ich zu schnell. Sie hassen dich nicht. Ich habe mit ihnen gesprochen.
allen von ihnen. Die Zwillinge. Mom. Dad. Sogar der Junge mit der Kamera. Sie vergeben dir. Solange, wie du sie nicht vergisst. Sie vergeben dir. Solange du sie nicht vergisst. Cat. Okay, und wir gehen weiter. Du hast die Uhr repariert. Jetzt ist die Zeit nicht mehr eingefroren. Dieses Haus. Es ist nur eine Erinnerung. Es verschwindet. Du musst gehen. Folge mir, bitte. Ich wüsste aber gern. Beeil dich. Hier entlang. Okay. Ich hätte nur gern gewusst, wer da hinter der Scheibe eigentlich sitzt. Ich möchte wissen, ob ich den von Benjamin öffnen kann. Nein, ich kann natürlich nichts mehr machen. Okay. Hier entlang. Ich mache ja schon. Und die Treppe vom Dachboden herunter. Beeilung. Hier entlang. Benjamin und Mami. Und die Zwillinge, offensichtlich. Kann ich da noch rein? Beeilung hier entlang. Ich kann dort nicht rein. Schade. Schnell. Fast geschafft. Die Zwillinge lang. So hätte es sein können, also. Und da ist Mami. Komm schon, du musst gehen. Aber hier sind die Erinnerungen alle ohne Cat. Und wir müssen gehen. Ich bin auch nur eine Erinnerung. Cat. Ich weiß, es ist schwer, aber vergiss mich nicht wieder, okay? Versprochen? Versprochen. Warte. Ich weiß deinen Namen gar nicht. Mein Name? Mein Name ist... Dazu kam er ja nicht mehr, uns seinen Namen zu nennen. Und da rennt sie weg. Eine Geschichte von Yolo und Jetpack-Gon. Okay. Ein wirklich schönes Spiel. Recht kurzweilig. 2,5 Stunden haben wir jetzt circa gebraucht. Wenn ich mich nicht so dämlich angestellt hätte am Anfang bei dem Baby, das hinter uns herkrabbelte, wäre es vielleicht ein bisschen schneller gegangen. Es ist
ein bisschen horrorig tatsächlich gewesen. Vielleicht nicht so sehr, wie man erwartet hätte, wenn ja extra beim Genre angegeben wird, dass es auch Horror ist, aber es hatte viel Atmosphäre auf jeden Fall. Sehr viel Atmosphäre. Und es ist nicht teuer. Ich glaube, das Spiel kostet 3 Euro auf Steam. Also von daher, kaufen Leute. Kaufen und selber spielen. Es ist wirklich ein sehr schönes Spiel. Und ich glaube, wir können Cat jetzt noch bis zur Unendlichkeit zugucken, wie sie läuft. Oh. Da ist der. Tauchen jetzt nochmal die Charaktere am Straßenrand auf. Wir können ja nochmal ein bisschen warten. Ah, da ist die Sphinx. Jetzt kommen nochmal die ganzen Charaktere raus. Ist Benjamin. So ist nämlich mal stark an, dass das Benjamin darstellen sollte. Oh. Sie stoppte. Warum? Das Bild wird so rot. Oh, da brennt das Auto. Das sind ihre Eltern bei dem Unfall auch gestorben. Und die Zwillinge. Ich hätte es ehrlich gesagt andersrum gedacht, fast, dass Cat gestorben ist. Das hätte ich jetzt eher gedacht und nicht, dass alle anderen tot sind. Aber okay. Auf jeden Fall, wie gesagt, kaufen Leute, selber spielen. Ist ein Top-Spiel, ist ein Indie-Spiel, kostet nicht viel. Wie gesagt, dürften nicht mehr als 3 Euro sein auf Steam. Ich kann es also nur empfehlen. Und wir haben Stray Cat Crossing in einem Rutsch durchgespielt. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Aber ich habe ja gesagt, es ist nicht so ein so langes Spiel, aber das macht ja nichts. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich wie immer über ein Däumchen, ein Abo oder ähnliches freuen. Auch ein netter Kommentar ist gern gesehen. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt, was auch immer das sein wird. Bis dahin. Ciao.